Mahlzeit, Leute, willkommen zurück auf dem geilen Server Euder City. Mit dabei ist der Vorfuhl, der springt hier. Moin! Der Laudings. Moin! Die Ente. Ich bin gar nicht Vorfuhl. Ach, Ente, und die Ente. Natürlich auch noch der Vorfuhl. Den hat man da schon, oder? Achso, Arne ist auch noch dabei. Moin. Hallo. Und ich glaube, Maddie ist auch noch dabei. Moin, Maddie. Komm, Maddie. Hi, Tag. Busbraun. Nee, hab schon. Das ist Freddy jetzt da drin. Der ist eingestiegen. Lassen wir mal Freddy in Ruhe. Gut, was machen wir heute? Wir wollten heute nochmal zu Arne gehen. Also beim letzten Mal war ja A Wild Neighbor suddenly appeared. Das war nicht so cool. Auf einmal wurde Sturm geklingelt. Na, ist nicht so. Heute müssen wir ein bisschen gediegener das machen. Wir gehen heute mal schön zu Arne. Da schauen wir uns mal um. Ja, nehmt euch Zeit. Mit seinem geilen Kofferscheunendach. Ja, ja. Das ist der Beste. Der Scheune mit Griff. Keine Selbstbedienung. Alles meins. Es gab übrigens, sollen wir erzählen, was heute passiert ist hier auf dem Server? Ich denke, erwähnen kann man es auf jeden Fall. Es wurde ein Spieler wegen Griefen, Cheaten und all sowas runtergeschmissen. Nicht schön, aber... Man könnte vielleicht kurz erwähnen, dass es auch noch Leute gerade auf dem Server gibt, die gerade nicht in der Konfi mit drin sind. Ja, das stimmt. Und zwar der J-Damer und der DJ Tomic und der Vorfull. So, kann man jemand Vorfull aus der Konfi schmeißen? Warte, ich mach das gerade. Ja, also Vorfull wäre dann jetzt auch weg. Was, ist er wirklich weg? Hey, ich rufe ihn schon wieder an. Gut, Arne, willst du uns ein bisschen rumführen? Ja, was gibt's hier groß zu sehen? Also ich habe ein paar Felder hier draußen, hier meine dicke Scheune hier rechts. Da ist alles an Viehzeug drin. Mein auch Flatterscheiß da, ne? Ja, Flatterscheiß auch drin. Was ist hier denn los? Hier My Little Pony Fans, ich mag natürlich Flatterscheiß. Niemand mag My Little Pony. Keiner mag My Little Pony. Das ist einfach nur Provokation, das Pferd. Also hier kann man sich bedienen. Arne, wo fährt man denn hier hin? Hier fährt man so eine kleine Monsterfarm, aber das ist noch nicht wirklich ausgereift. Kann man hier mal... Arne, kannst du mal ein paar Fackeln setzen hier? Du hättest auch mal mit der Bahn fahren können. Nee, wieso fahren, wenn du fliegen kannst? Ich fühle mich gerade wie bei hier, wo sie den Todesstern zerstört haben. Also im dritten. Ja, Win 4. Achso, nein, Endor. Ja, wo die da so reinfliegen. Also Lando Calrissian und dieser komische Typ, der aussieht wie eine Zwiebel. Wie auch immer der heißt. It's a trap. Nee, nicht der. Das ist General Akbar. Den meine ich nicht. Ach, das ist ja diese schlechte Monsterfarm, genau. Ja, genau, die schlechte Monsterfalle. Da hinten ist noch eine schlechte Spinnenfalle. Ich bin jetzt gerade... Nee, um es mal klar zu machen. Ich bin jetzt mit der Bahn gefahren, aber ihr wart alle trotzdem schneller. Ja, weil wir auch mit der Bahn gefahren sind. Aber alle früher eingestiegen sind. Das sollte die Deutsche Bahn auch mal einführen. Wer früher einsteigt, ist schneller am Ziel. Ja. Ach, guck mal hier, genau. Ist da sonst noch was? Nee, ne? Nö, das ist so eine billige Monsterfalle, das ist aber ganz cool. Links ist mein Lager. Was ist denn hinter deinem Lager eigentlich? Hinter welchen, wo? Hier, da war mal ein Enderportal, genau. Ein Netherportal. Aber das wurde dann... Oh, ich kann zaubern, wenn... Oh, Leviosa. Hier geht's durch. Eigentlich müsste ich aus reiner Bosheit dein Schild auch nochmal wegreißen, Arne. Mach dir das mal mit den Bildern. Alles wie das ist. Und hier hat Arne, das ist intelligent, er hat überall hingeschrieben, was man da so zum Brauen braucht. Das ist wirklich clever. Das ist dickflüssiger Trank, seltsamer Trank haben wir hier. Gewöhnlicher Trank, Trank der Schwäche. Was? Arne, das hättest du mir nicht zeigen dürfen. Dann Trank der Unsichtbarkeit, Trank der Vernebelung, ist übrigens Relentless und eine Pullo O-Card. Das ist auch gut. Nice. Heilung, Glowstone, bla. Stärke, Unsichtbarkeit. Ah, das ist. Alter. Ich finde das gut, was du hier machst, Arne. Du hast das zumindest organisiert, das ist gut. Arne, kommst du gerade mal kurz? Oder hier, ich muss dir noch deine Loren zurückgeben. Ach, jetzt. Alchemie ist wirklich geil. You saw. So, man müsste hier mal. Das ist hier Top Secret Crystal Math Labor, Tag. Eine Wand einfach hinter dem Bild machen. Scully stinkt, steht hier überall. Pass auf. Scully. Und hier ist die Pilzfarm der Jahreszeiten hier hinten, ne? Wer hat's kaputt gemacht? Nein! Ich war das nicht. Warte. So, was ist das denn hier für eine Das ist der Geheimgang. Ich finde dich echt geil, weil kaputt. Ja, ich hab mal dran gebrochen. Seems legend. Ich find's nicht. Ich müsste es, warte mal, lass es da hängen. Mach ich später. Weiter. Nee, hier, guck ich. Nee, so geht das nicht. Muss man das Schild anbringen, warte, hier. Da, so geht das.
So sieht ein Geheimgang aus. Überhaupt nicht auffällig. Beste Geheimgang. Ich hab deine Nase. So ist gut, so wie es lassen. So lassen wir erstmal. Hier ist deine ultra geile Fußpilzfarm. Die ist größer als die andere, ne? Ja, das ist ja nett, aber. Schön, ja. Arne, schön. Ja, hier muss ich mir nochmal von. So, Leute, hier ist jetzt Speerstunde. Oh, Fußpilzclub. Hier muss ich mir von Vorfall noch ein bisschen Miete. Was ist denn jetzt hier los? Klauen. Was macht ihr da? Das kommt, wenn mehrere Leute da meinen, hier einen auf Bruchtest zu machen und mit der bloßen Faust auf Steine schlagen. Oder mit eigenen Bilder werfen. Ja, yeah, oder das. Ja, hier in eine Richtung ist noch nicht so geil, aber. Aber ist zumindest. Ich hungere gerade mal. Ist hier. Ist schöner als bei mir. Ich muss mal dazu sagen, dass Arne alles, was er hier gebastelt hatte, sich auch selber gefarmt hat. Ja, ja. Arne hat kein Creative. Arne ist. Fleißig. Gut, die Wolle hier hat vor hier der Skala mir ganz zu Beginn mal gespendet, aber das war. Ich hatte auch den Eindruck, der Baum war mal höher, ne? Nee, den habe ich nicht verändert. Na, aber ich habe mal oben drauf noch 3 weitere Bäume platziert, die musste ich dann wieder abreißen. Das kann gut sein. Das ist frech. Moin, Chappies. Und da hinten ist noch mein Schiff, wo auf einmal jetzt ein Zombie drauf ist, warum auch immer. Das ist der Kapitän. Das ist der Kapitän. Das ist LeChuck, ist das. Ja, genau. Segelein! Bringen Sie. Nehmen Sie. Steht da Segelein? Ja, das hat mir Moodle gespendet. Das ist ja. Ziehen Sie das Segelein! Segelein! Warte mal, wo kommt man hier runter? Ich hab's gerade verpeilt. Ach, hier. Ich fliege mal einfach rüber. Ne, Chuck wird erstmal jetzt hier. Wo rennt der denn hin? Der rennt Vorfall hinterher. Ich würde sagen, aber wir haben gestern auch noch ein paar Sachen gebaut, zum Beispiel den Schießstand, wo wir Vorfall umbringen können, aber das zeigen wir später mal. Der ist übrigens gut geworden. Der Vorfall oder der Schießstand? Der Vorfall. So, der Kahn ist noch nicht innen ausgestattet, noch nicht vollständig, aber Kombüse, oh Gott, also hier bleibe ich. Hier ist schier. Ich finde, da fehlt noch ein schönes Muster auf dem Segel, Arne. Segel. Eisernes Kreuz haben wir schon. Das haben wir beim letzten Mal auch, das geht aber nicht, das machen wir nicht nochmal. Zweimal das gleiche ist langweilig. Ja. Wenn dann schon in Rot, weißer Kreis und. Ja, gut, das wollen wir jetzt weiter aus. Warte mal. Ja. Verfassungsfeindlich hier. Wir waren gerade übrigens im Livestream. Was? Achso, moin. Also im Mad Baron Channel Livestream gibt's ja mittlerweile, dass du das verknüpfen kannst und ich habe gerade einen falschen Knopf gedrückt. Oh cool, also alle, die da jetzt irgendwie um Viertel nach 11 nicht mehr da, Laune hatten, gerade eben, einfach mal, obwohl der Matti gar nicht streamt, auf seinen Twitch-Kanal zu drücken, die durften uns jetzt gerade live zuschauen. Ja. Das ist von Prestige. So, das war's jetzt ja schon mal. Ja, ich habe noch eine kleine Schmiede da. Mit Wasserrad, warte, hier. Mit Wasserrad. Sag mal, Arne, trägst du Strumpfhosen? Was, du auch? Ich bin Jinx, hallo. Und dabei spielst du nur A-Pele. Das ist hier gerade mit der Tür. Du weißt gar nicht, wie das geht. So, jetzt wollen wir mal nach oben gucken. Oh, Medi, oh. Oh, stop it, Ron, stop. Meine Freundin findet das Video übrigens nicht lustig. Ich weiß nicht warum. Komisch, ist lustig. Ja, das ist Kult. So, sollen wir mal zum Entenmann hier? Zu Spino und sowas? Können wir gerne herzliches machen. Entenmann, der Entenmann. Ente, die Ente. So ein Ente kann. Ist sie eigentlich mit dir verwandt? Die Ente. Schon die Ente, oder? Ich glaube ja. Entenmann? Ist der auch noch da? Ja. Ah. Hi. Ich dachte. Du wärst plötzlich verschollen. So, wo geht's denn lang jetzt überhaupt? Links. Links geht nicht. Ach, da ist links. Ja, dies ist links. Das andere links. Das ist nicht geradeaus, rechts, links. So, das sehen wir auch gleich. Das ist schön. Hier ist DJ Tomix Butze, sollen wir da mal alle rein? Der ist doch gerade hier, oder? Ist der gerade zu Hause? Ich geh mal in sein Bett. Ja, der ist da. Vorfuhr steht in der Tür drin. Jetzt mal, stehen alle vor der Tür hier, Alter. Mach mal auf. Schön mit Axt rein. Cool. Moin. Noch gar nicht. Das ist ja wie eine Facebook-Party hier gerade. Oh, like. Oh, toll. Eigentlich müssten wir jetzt hier irgendwelche Drogen nehmen und auf den Teppich pinkeln und all sowas. Und dann noch einen Hund aussetzen. Alles vollkotzen. Es gibt halt nichts Vergleichbares hier in Minecraft, ne? Mhm. Ja.
Musst du auch noch ein Plugin installieren. Das Kurz-Plugin, das will ich auch machen. Kurz-Plugin. Warte mal, so Gammelfleisch sieht doch in manchen halten. Plugins wenigstens so ein bisschen ekliger. Ja, manchen The Public Wooden Door ist locked bei King Maniac HD. Also ich glaube, das lassen wir jetzt mal ganz schnell sein. Wo, was? Wie? Der schließt einfach irgendwo Türen zu, oder was? Ja. Ja, das wäre deine eigene gewesen, wahrscheinlich. Nee, das ist von Kapelle hier gewesen. Steht auch nicht gar nicht drüber, ne? Also so, das ist eine Kapelle. Kann ja passieren. Die Kapelle, ja, das ist mir auch erst passiert. Und Scully auch. Dachte, ja, der hat Kapelle falsch geschrieben. Nee, hat er nicht. Der heißt so. Ich finde das Dach übrigens schön, wenn man da drauf. Ich finde das auch nicht schlecht hier, wie das hier strukturiert ist. Ist klasse. Ja. Ist nicht verkehrt. Ja, das macht der Mann. Wie kommen wir denn aufs Dach drauf hier? Alles geordnet. Kommt man aufs Dach hier? Ich finde das Dach schön. Nee, kann man gar nicht drauf. Ich kann es ja mal zeigen von oben. Deine Faust bin ich da mal drauf gegangen. Moin! Lauf mal die ganze Zeit da drauf rum. Das ist voll lustig. Das sieht aus wie dieses Pharao-Spiel, was es damals von Rasenburger gab. Wie hieß das noch? Rasenburger. Der verrückte Pharao. Ja, genau. Ja, Sasenburger. Gefährliches Labor. Wer reinkommt, wird getötet. Ist auch locked von King Mania KD. Die mache ich mal kaputt. Ich werde so oder so getötet. Ja, also bei Vorfall. Das ist ja noch schlimmer als Kenny, weil Kenny stirbt nur einmal pro Episode. 174 Mal pro Episode, wie wir festgestellt haben. Ja. Oh, hier gibt's lecker was zu saufen. Ist nichts drin. Aber das ist wieder locked bei Kapelle LP, das ist gut. Das ist gut. Hier ist sicher. Wie lockt man überhaupt so Kisten und Türen? Ich kann ja mal in unsere Skype-Confi, da gibt's... Entweder du googelst es selber nach dem Plugin, aber es gibt auch ein paar PDFs, wo die ganzen Befehle aufgelistet sind. Okay. Gaststätte bei Krag und Nacht? Entenmann, was ist hier los? Tja. Ich hab grad Vorfull Armee gelesen, aber steht Vorfull Arne. Schnitzel Kasper, ja. Ja, genau. Hier wird Donkey Kong gespielt. Die Nintendo Bar. Und hier ist Scullys Ecke. Ja. Was? Hier. Ja, wir haben ein anderes Texture Pack als du, Arne, muss man dazu sagen. Achso. Ja, guten Morgen. Die Bilder sind nicht immer gleich. Ihr seid die coolen, oder was? Diese Tür ist auch von King Mania KD geschlossen. Der macht das alles kaputt. Ja. Ich weiß nicht, ob. Aber irgendwie kann die dort trotzdem wieder öffnen. Vielleicht, weil er nicht mehr. Ich glaube ja, weil er nicht mehr gewitelistet ist. You have no. Da ist der Hengstmeister 3000. Wem gehört der denn? Der gehört dem. Der hieß das auch mal Günther. Ja. Günther? Wo ist aber Günther? Da reden wir nicht drüber. Okay, hier kann man Sachen reinschmeißen, zum Beispiel jetzt eine Holztür. Ist das dann deine? Kann man da auch einen Vorfall reinschmeißen? Das wollte ich gerade fragen. Ja, der wird dann gehäckselt und dann ist er unten. Ich stopf da mal einen ganzen Kuchen rein. Kommt da hast du den von deiner raus. Fensterbank, Scully? Ja. Stell mir vor, du machst deinen Briefkasten auf und da hat einer so einen ganzen Kuchen reingeschmamscht. Ich stell mir jetzt gerade bissig vor, so mit beiden Händen. So. Schmamsch. Ja, das Haus kann man doch aufmachen, ne? Guck mal. Was aufmachen? Oh, Revolution. Das hat eine Tür. Ich würde nie Häuser mit Türen bauen. Ich will hier rein. Maison du Entenmann. AFK-Ecke? Ja, da stelle ich wieder dreimal AFK, wäre cool, ne? Moin. Achso, da ist noch was. Ich dachte, da wäre nur ein Fenster. Wär's, wenn ich mir einfach mal meine Tür wiederhole und die ganzen Sachen von King Mania KD weiterhin austausche und ich einfach meine Tür in deinen Briefkasten schmeiße? Aber was für eine Kinderparty. Das passiert seltenst. Das sind die geilen Schicks. Achso, das ist hier. Die Tür ist warum auch immer gelockt. Aber das ist die Schatzkamera. Warte mal, geh mal aus dem Weg. So, Schicks noch ab hier. Die ist nicht gelockt, da kannst du rein. Von mir gelockt. Von Entma. Ah, das ist richtig. Langfinger sind voll doof, ja. Langfingfang. Fingfang war auch. Werkzeugkiste? Du hast in deiner Werkzeugkiste übrigens Schneebälle drin. Was kann man damit machen? So Bierdosen aufmachen? Tja. Und warum ist da eine Treppe oben? Ja, damit da keiner reinfällt. Ach so. Ah. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Robert. Ich muss mal meine Playlist auf ein anständiges Lautstärkeniveau bringen, dass sie alle gleich laut sind. Wo ist die Treppe oben, Maddie? Ja, hier beim Briefkasten mal. Hä? Achso. Ja, hier diese Stufe. Achso, das, was ich gerade gesagt hätte. Ich sollte mir selber auch mal zuhören. Ja, kenne ich manchmal.
weiß jetzt gerade, Spino, ist das lohnenswert, da schon hinzugehen? Ich glaube, der ist gerade erst ein paar Tage hier, der hat glaube ich noch nicht so wirklich viel gemacht. Da reingehen kann man ja mal. Der ist ziemlich weit ab vom Schlacht. Ich weiß gerade nicht, wo der ist. Ja, wenn ihr beim Wegweiser, der zu Vorfülls Haus führt, einfach gerade über den Fluss rüber. Einfach weiter. Okay, ich flieg jetzt mal. Achso, die Holzhütte da hinten. Ah, ja. Die habe ich schon auf der Map gesehen. Was hier? Nitrado. In die Richtung? Moment, ich schau. Oh. Was ist das denn da unten für ein Tunnel? Hab nur noch zwei Herzen und jede Menge Hunger. Ach, hier. Der ist auch ausgeleuchtet. Irgendwo haben sie so ein See, ist das. Ich hab's gefunden. Ah ja, ich sehe die Holzhütte. So, ist halt eine Holzhütte. Von außen ist es eine Holzhütte. Ohne am Strich. Genau, genau. Ja, also hier gibt's noch nicht so wirklich viel. Aber ist doch, schön. Es gibt noch eine Mine. Einfach nur Code. Da sehe ich erstmal eine Treppe. Hier. Was? Habt ihr das auch gehört gerade? Was? Da ist wirklich nichts so Begeisterndes in dieser Mine. Achso, das war Loudings. Loudings blockt den Bandin. Ja. Ludings, wie ich ja immer dachte. Ludons. Oh moin. Vorfühl wurde von Scully erschossen. Knallgas, ja. Diesmal war ich das nicht. Okay, haben wir jetzt irgendwas noch nicht gezeigt? Wahrscheinlich. Es ist so viel schon auf diesem Server, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass man da schon mal was vergisst. Ja gut, ich habe von meiner Expedition ein paar Sachen mitgebracht. Darunter auch Müsse, Rosen, jede Menge Blumen. Ja, Salginblumen, Katze in der Fenster. Alles legal ausnahmsweise. Ja, legal importierte Pflanzen hast du da. Ja. Da musst du die über die Grenze schmuggeln, dementsprechend. Na gut, wenn wir jetzt nichts mehr gezeigt haben, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal die Aufnahme aus und beim nächsten Mal geht's hier weiter mit Survival. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Das ist wie Big Brother. Also, Survival-bereit. Ja, bis dann. Bis tschüss, Clip. Tschüss.